Moin Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor, mein Name ist Alvo und heute stelle ich dir drei praktische und günstige Ausrüstungsgegenstände vor, als Teil meiner Reihe der Flotte Dreier. Alle Links zu der Ausrüstung findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Als erstes haben wir eine Kombination aus zwei Gegenständen, die zusammen am besten funktionieren. Eine Trinkflasche mit ihrem Holster. Die Nagene Kunststoffflasche Everyday Oasis 1 Liter mit der Feldflaschentasche Miltec US Style Schwarz. So kann man sein Wasser direkt am Gürtel tragen, aber auch schnell am Rucksack befestigen. Der Deckel der Flasche ist befestigt, so kann man ihn nicht verlieren, was ich besonders gut finde. Der Hals der Flasche ist weit und somit gut zum Befüllen und Trinken geeignet. Wer diese Trinkflasche mit kleinen Hälsen kennt, wird wissen, warum das ebenso praktisch ist. Die Flasche ist BPA-frei und leicht durchsichtig. So kann man immer sehen, wie viel noch drin ist und sogar Fremdkörper erkennen. Es gibt sie in verschiedenen Farben von Blau, Rot, Armeegrün, etc. Sie ist dicht und sehr stabil bei geringem Gewicht von 136 Gramm, für 9 bis 12 Euro wirklich einer meiner liebsten Ausrüstungsgegenstände. Die Tasche von Miltec kostet um die 10 Euro. Diese hat ein Innenfutter, wofür auch immer, Clip und Molle zur Befestigung sowie eine ganz kleine Tasche noch an der Seite aufgenäht. Die Taschen sind durch Klett befestigt, beides zusammen trage ich oft am Gürtel, wenn ich auf Tagestouren unterwegs bin oder einfach mal so weggehe. Als zweites für den EDC-Bereich praktisch und günstig ist das Victorinox Offiziersmesser. Vorhanden sind große Klinge zum Schneiden von Essen, kleine Klinge zum Schnitzen, ein Korkenzieher, ein Dosenöffner mit kleinem Schraubendreher, ein Kapselheber mit Schraubendreher, ein Drahtabisolierer, Stechbohrnähale, die auch für kleine Löcher bei Holzarbeiten geeignet ist. Eine Pinzette, Zahnstocher, Schere und Mehrzweckhalter bzw. Paketträger, um etwas mit dünnen Schnüren gut tragen zu können. Oder beim nächsten Einkauf ohne Rucksack und dafür eine Tüte dabei zu haben. Außerdem noch am Messer ein kleiner Ring zum Befestigen mit Paracord oder ähnlichem. Das Messer liegt gut in der Hand und ist mit seinen rund 20 Euro ein sehr gutes und beliebtes Multitool. Die Qualität ist typischerweise für Victorinox hoch und kommt mit einer guten Schärfe daher. Es wiegt knapp 90 Gramm, ist 9 cm lang und hat eine Klinge von ca. 6 cm, welche nicht feststellbar ist. Damit bewegen wir uns auch im Bereich des legalen Paragraphen 42a. Alles in allem ein sehr gutes EDC-Messer für den täglichen Gebrauch und auch als Bushcrafter, Camper, Wanderer und so weiter gut benutzbar. Als drittes mein Lieblingspouch für den täglichen Gebrauch, zum Wandern, Bushcraften und was sonst allgemein ansteht. Den gibt es von mehreren Anbietern und hat von Tigris für rund 18 Euro bis China-Hersteller für 5 Euro eine verhältnismäßig große Preisspanne. Ich habe euch das günstigere Modell mal verlinkt. Der Pouch kommt aus robusten 1000D Cordura daher und wirkt stabil verarbeitet. Auf der Front gibt es eine flache, große Klappe mit Verschluss für Handy, Messer oder ähnliches. Dort passt selbst ein großes Samsung Galaxy Note rein. Rechts daneben gibt es einen Stifthalter, in dem man seinen Stift einschieben kann. Sehr praktisch, wie ich finde. Auf der Rückseite gibt es sowohl ein Clipsystem als auch Molleschlaufen, um den Pouch am Gürtel oder Rucksack zu befestigen. Als Herzstück weist der Pouch zwei große Fächer auf, die tief nach unten gehen und genügend Platz für Taschentücher, Essbesteck und ähnliches bieten. Im vorderen Hauptfach ist auch noch eine kleine Netztasche angebracht für Kleinkram. Das hintere Hauptfach hat, statt des Netzes, einfach eine Plastikwand eingenäht, die sich gut eignet, um dort Papierstücke und ähnliches aufzubewahren. Diesen Pouch habe ich jeden Tag dabei und den Inhalt werde ich euch auch nochmal in einem kleinen Loadout komplett zeigen. Für mich ein super Begleiter für den Alltag, aber auch, um dort Kleinkram auf Touren zu organisieren. Ich hoffe, der Flotte Dreier hat dir gefallen. Das sind drei Ausrüstungsgegenstände, die ich praktisch immer dabei habe, die relativ günstig und dafür qualitativ gut sind. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich, denn das hilft mir immer. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss, tschüss.